Jetzt zu guter Letzt kommt vielleicht eines der innovativsten Projekte, das wir heute sehen, zumal es auch noch direkt an eine Verwaltung angedockt ist. Der Prater im Prenzlauer Berg wird aktuell umgebaut und dazu bekommt er eine Verlängerung ins Digitale. Was das aus Sicht des Bezirksamts bedeutet, erläutert jetzt Tina Baller. Sie leitet den Fachbereich Kunst und Kultur im Bezirk Pankow und wird bald auch eine virtuelle Spielstätte betreuen. Tina, du hast virtuell das Wort. Ganz herzlichen Dank für die Einführung. Ich werde diese Präsentation machen zusammen mit Julian Kamphausen. Wir versuchen auch nochmal gegebenenfalls ein Video einzuspielen von unserer Programmiererin Berek Nilboya. Und ich schalte jetzt mal um in die Präsentation, möchte aber vorher nochmal ein ganz herzliches Dankeschön aussprechen, dass wir mithilfe der Technologiestiftung und den Geldern von KulturBiet Digital tatsächlich diese Innovation, die für uns tatsächlich eine große ist, auf den Weg bringen können, in einem relativ kurzen Zeitraum auch. Und möchte auch an dieser Stelle mein ganz großes Dankeschön aussprechen an das Team von Prater Digital, die das künstlerisch und organisatorisch begleiten. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich möchte an dieser Stelle erstmal einführen in den Kontext und in die Verortung des Praters, weil es einfach nochmal wichtig ist, um zu verstehen, wo wir eigentlich gerade gestartet sind und wo es nun hingehen soll und warum die Digitalisierung für uns jetzt tatsächlich auch so einen großen Stellenwert hat und auch so einen großen Quantensprung bedeutet, weil wir den Prater erst eröffnen werden. Also wir können noch nicht auf so viele Jahre zurückblicken wie das Deutsche Theater, sondern fangen jetzt im nächsten Jahr an mit dem Programm in der Prater Galerie Mitte nächsten Jahres. Und insofern möchte ich einfach ganz gerne noch mal so ein bisschen ausholen, wo kommen wir eigentlich her und was bedeutet der Prater eigentlich für uns und für den Bezirk, bevor Julian Kamphausen dann noch mal mehr zu dem Projekt an sich erzählen wird. So, Prater Digital ist ein Teil der Prater Galerie innerhalb des Fachbereichs Kunst und Kultur des Bezirksamts Pankow von Berlin. Und so sieht er im Moment aus. So kann man ihn also von außen begutachten, wenn man gerade in der Kastanienallee vorbeifährt. Und dann haben wir hier nicht mehr eine Baustelle, sondern eine tolle neue Galerie. Das ist die dritte kommunale Galerie des Bezirksamts Pankow. Und wir blicken da tatsächlich auf eine sehr lange Historie zurück. Ich habe jetzt hier mal ein Programm aus Urzeiten rausgesucht und würde ganz gerne noch mal kurz was zu der Historie, wie gesagt, sagen. Also der Prater ist wirklich ein sehr traditioneller Ort, der irgendwann mal weit, weit, weit vor den Toren der Stadt Berlin mit einem Bierausschank begonnen hat, sich dann weiterentwickelt hat in einen Ort des Vergnügens, in einen Ort des kultureller Veranstaltungen. Es kam ein Theater dazu, der Biergarten wurde eröffnet, die Freilichtbühne sorgte dafür, dass man also vor den Toren der Berlins einen wunderschönen eine Ausflugslokalität hatte, in der man verschiedenste kulturelle Events besuchen konnte. So sah das dann aus und nach wuchs dann dieser Prater immer mehr in den urbanen Raum hinein. So sah die Kastanienallee eines früher einmal aus und entwickelte sich dann immer weiter zu einem Lichtspielhaus, nachdem das Theater nicht mehr im Vordergrund stand. Die Volksbühne war dann damals schon 1946 teilweise vor Ort. Zu DDR-Zeiten wurde das DEFA-Aufführungskino und dann im Anschluss das Kreiskulturhaus Prenzlauer Berg aus dem Prater. Die Galerie Prater gründete sich 1973, schloss dann wieder nach der Wende und dann kennen wir noch die Zeiten, in der die Volksbühne da großes Theater produzierte. Dann ging 2003 die Galerie aus dem Prater nach draußen und dann haben wir eine Zeit lang, in der dann lange Zeit um den Ort auch gekämpft wurde. Tatsächlich Boxkämpfe fanden nicht mehr in der Freilichtbühne statt, konnte man nicht mehr teilnehmen. Und dann kam quasi der Zeitpunkt der neuen Sanierungsphase und im Vorfeld und parallel zur Sanierungsphase haben wir hier im Fachbereich gesagt, wir möchten gerne mit einem Beirat von verschiedenen
Menschen, die mit einer großen Expertise uns begleiten, zusehen, wie wir das Konzept der Galerie im Prater wieder neu aufstellen. Hier habe ich mal eingeblendet, wer in diesem Beirat mit dabei war. An dieser Stelle auch nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön dafür. Und im Zuge dessen haben wir fixiert, was denn für uns tatsächlich notwendig und richtig ist, um an dieser neuen kommunalen Galerie dann auch mit einem Programm starten zu können und dann auch entsprechend gesellschaftsrelevant agieren zu können. Herauskristallisiert haben sich verschiedene Komponenten. Der Prater soll also in der Galeriearbeit auf jeden Fall sowohl lokal verankert sein, als auch den Blick ganz weit aufmachen in die Welt, also lokal global agieren, auf jeden Fall sich konzentrieren auf eine zeitgenössische Kunst, produkt- und prozessorientiert sein, also auch eine gewisse Beweglichkeit wahren, experimentell arbeiten, spartenübergreifend in den Künsten agieren, kollaborativ und vernetzt sein, diskursiv arbeiten, denn der Prater war immer ein Ort des politischen Diskurses, virtuell arbeiten und ressourcenschonend arbeiten. Und es haben sich herauskristallisiert auch drei wichtige Säulen im Zuge dessen wir das Prater-Programm dann aufgestellt haben. Das ist einmal das Ausstellungsprogramm ganz konkret vor Ort in der Kastanienallee mit verschiedensten Ausstellungsprojekten. Das ist das kulturelle Bildungsprogramm, das im Prater in der Galerie selber auch eine wichtige Komponente spielen soll. Und das ist Prater Digital. Und genau das ist das, worum es jetzt auch in diesem Kontext insbesondere gehen soll. Wir wollen uns also quasi mit Prater Digital einlassen auf einen gleichwertigen Bezugsraum im virtuellen, im Online-Verfahren quasi und zusehen, dass wir da Möglichkeiten des künstlerischen Agierens nutzen können, die wir im Raum vor Ort, im Analogen so nicht haben. Das ist für uns ein tatsächlich neuer Schritt innerhalb des Fachbereichs Kunst und Kultur. Ein sehr, sehr spannender Schritt auch. Und Herr Lederer hatte das heute als eine kleine digitale Revolution angekündigt. Da sind wir natürlich mit dem Prater sehr, sehr gerne mit dabei, weil der Prater immer auch ein Ort war, der sich gerne geöffnet hat, wenn es um neue Möglichkeiten ging, um experimentelle neue Chancen auch ging und sich der Prater da sehr gut dazu eignet. Und wir haben jetzt einfach auch diese Chance, tatsächlich einen neuen Kulturort an den Start zu bekommen. Und in dem Sinne war Prater Digital für uns jetzt einfach auch was, was wir uns vor der Eröffnung des realen Ortes aufs Tablett gesetzt haben. Und da hatte Julian Kamphausen auch in dem Beirat uns tatsächlich auch nochmal den ein oder anderen Samen gesät und der dann weiter wachsen konnte und nun zu einem Ergebnis führen wird. Und darauf freuen wir uns sehr. Und in diesem Zuge würde ich schon gerne an Julian übergeben. Nee, total. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für das Tina und das Team vom Fachbereich Kunst und Kultur des Wagners gemacht haben. Vielen Dank, dass der Beirat die Grundlagen gelegt hat und Kultur B Digital und die Senatsverwaltung das Framework bieten. Ich starte mal meine Präsentation. Anwendungsfenster so und jetzt zack. Ich hoffe, das klappt. Ich brauche akustisches Feedback. Ja, ja, super, perfekt. Okay, also der Prater Digital ist nicht so aus der hohlen Hand entstanden, sondern in einem weiten Netzwerk aus KooperationspartnerInnen und NetzwerkpartnerInnen entstanden, die hier alle aufgeführt sind und die zum großen Teil, wie ich gesehen habe, auch im Publikum anwesend sind. Super, dass ihr noch nach, ich weiß nicht, 5 Stunden jetzt Online-Konferenz am ersten Tag des Lockdowns noch da seid. Die Ziele, die wir uns gesetzt haben, sind hier aufgelistet. Wir wollen 3 digitale Räume schaffen für Ausstellungen, Versammlungen und Performance. Und die haben alle 3 unterschiedliche Qualitäten. Ich gehe ganz schnell darauf ein. Der Ausstellungsraum ist logisch und am leichtesten erklärbar. Es ist ein 3D-Modell der Galerie Prater, wo wir einen großen Wert darauf legen, dass er so
von den Nutzerinnen an Computern und Mobiltelefonen einfach zu betreten ist und vor allen Dingen sehr einfach von KünstlerInnen bzw. dem Team der Prater Galerie zu bedienen ist. Also zu, dass man da schnell einfach mal eine neue Ausstellung zum Beispiel online anlegen kann. Dann der Versammlungsraum, der komplizierter ist. Hier arbeiten wir ortsspezifisch in einer künstlerischen Interpretation. Wir nehmen das Foyer des tatsächlichen Praters vor der Sanierung, verfremden und vereinfachen das ein bisschen und lassen das zu einem Ort werden, der hauptsächlich stimmgestützten Austausch von bis zu hoffentlich 25 BesucherInnen leistet. Also ein virtueller Raum, in dem sich bis zu 25 Menschen distanzsensibel unterhalten können, also mit ihren Avataren in dem Raum sich aufeinander zubewegen können und sich dann, wenn sie näher kommen, hören und unterhalten können. Und dann schaffen wir einen dritten Raum, der allgemeingültiger funktionieren soll, der sich einfach für Online-Performances nutzen lässt, auch hier mit bis zu 25 NutzerInnen. Und bei diesem Raum liegt dann auch wieder ein großes Augenmerk darauf, dass Künstlerinnen und AkteurInnen den einfach ihren Zwecken, ihren performativen Zwecken entsprechend umgestalten können. Genau, so arbeiten wir eben zwischen ortsspezifisch und allgemein. Wir legen einen extrem hohen Wert auf Zugänglichkeit und verzichten dafür auf aufwendige Grafik und bestimmte Gimmicks. Da gehe ich gleich nochmal kurz drauf ein. Wir verzichten, soweit es möglich ist, auf kommerzielle Softwares und auf datenschutzrechtlich bedenkliche Softwares. Also wir haben einen großen Teil unserer Energie in den ersten Wochen darauf fokussiert, tatsächlich eine digitale Infrastruktur zu bauen, die kostenfrei oder sehr kostengünstig ist und die Kulturinstitutionen nachvollziehbar zeigt, wie man sowas bauen kann, ohne zum Beispiel kommerzielle Virtual Reality Softwares nutzen zu müssen oder Datenabflüsse auf US-amerikanische Server machen zu müssen oder auf chinesische. Und wir versuchen, dieses Wissen fortlaufend während des Projekts so zu dokumentieren, dass Leute wirklich was damit anfangen können, dass sie die Probleme, die sie vielleicht selber in ihren Bemühungen haben, nachvollziehen, darin finden können und dann eventuell Handlungsempfehlungen bekommen. Und wir versuchen, weil es ja nur eine begrenzte Projektlaufzeit ist, innerhalb dieser Projektlaufzeit das dabei entwickelte Wissen in Partnerinstitutionen zu speichern, also in Vertreterinnen und Vertretern von Partnerinstitutionen. So, ich mache mal ganz kurz weiter, Sekunde. Die Lösung, die wir dafür hatten, nach Gesprächen mit Kooperationspartnern, hier insbesondere Shoutout zu Digital DTHG, ist Hubs von Mozilla. Das ist eine Open Source, browsergestützte virtuelle Rauminfrastruktur, die einfach zu bedienen ist und die eine sehr einfache Grafik hat. Eines der Probleme ist, dass Mozilla zu Beginn der Pandemie das gesamte Team von 70 EntwicklerInnen in den USA entlassen hat und dass da jetzt keine konsistente Betreuung mehr durch die Mozilla Foundation stattfindet. Aber das konnten wir bis jetzt zumindest ganz okay auffangen, beziehungsweise nicht wir, sondern eine Person, deren Video wir leider nicht sehen können, wegen der schlechten, wegen vermutlich meiner schlechten Bandbreite hier zu Hause.
Berat Nilboya, die Creative and Technical Director des Projektes ist und die diese Mozilla Hubs-Räume weiter baut in WebXR. Und ich versuche mal das, was Sie in Ihrem, genau, also ich kann den, Sie hat ein Video aufgenommen, das kann ich auch interessierten Menschen im Anschluss nochmal den Link zuschicken, einfach in den Chat schreiben. Ich versuche mal, Ihre Parameter reinzugeben. Also wir legen einen großen Wert eben auf die Sprachverständlichkeit und die akustische, also Spatial Audio, die akustische Unbedenklichkeit der Räume, wenn Menschen reinkommen. Also dieser ganze Prozess, wenn Menschen mit wenig digitalen Erfahrungen sich in so einem Raum, die an Unreal Theater-Expeditionen durch VR-Chat mitmachen, die kennen das, wie lange man braucht, sich in so einem Raum zurechtzufinden. Auch Menschen, die das schon öfter gemacht haben, zu wissen, wer man selber ist in dem Raum, wer die anderen sind, wie man sich bewegt, wie man hört, wie man spricht und so weiter. Das versuchen wir insbesondere durch eine intuitiv funktionierende akustische Umgebung so zu schaffen, dass sich Menschen da drin schnell wohlfühlen. Große Abstriche machen wir bei der Grafik, weil Mozilla Hubs eben keine Engine auf den jeweiligen Endgeräten braucht. Also man muss nicht Unreal oder Unity oder sonst irgendwas bemühen, sondern es ist einfach nur wie das Aufrufen einer Webseite. Und dementsprechend sind da aufwendige Animationen mit unmittelbarer Ladezeitverlängerung verbunden. Und das wollen wir nicht. Deswegen sparen wir an der Grafik und versuchen die Räume auch in anderen Punkten total ladezeitmäßig zu optimieren, sodass da keine Frustration aufkommt und dass jemand mit so einer normalen alten Telekom-DSL-Leitung wie ich da auch Spaß und Freude dran hat. Eine andere Spezifikation ist, dass wir das mobile Endgerät, also das Telefon oder das Tablet, als primäre Hardware der Nutzerinnen und Nutzer annehmen. Also wir gehen davon aus, dass wir da am meisten Nutzerinnen und Nutzer begrüßen, Menschen, die zu Hause oder wo auch immer dann das Mobiltelefon nutzen und sich damit in diese Räume begeben oder das Tablet. Sind aber natürlich auch, freuen uns über jeden Menschen, der mit einem VR-Headset reinkommt. Auch da ist Mozilla Hubs eben extrem gut kompatibel mit Herstellerinnen und Herstellern. Und auch natürlich Quermonitore, also sprich Desktop-Computer und Laptops. Außerdem bietet die Open-Source-Infrastruktur von Mozilla Hubs mit Mozilla Hubs Permissions einen guten Rahmen, um eine harassmentfreie, halbwegs safe Landschaft in der Digitalität zu bauen. Das ist natürlich auch eine zentrale Überlegung, wie kriegt man diese Räume, die dann ja im Zweifelsfall übergeben werden, offen sind, von anderen genutzt werden und so weiter, so, dass sich Menschen da nicht permanent darauf einstellen müssen, dass ihre Eltern beleidigt werden oder ihnen noch schlimmere virtuelle Gewalt angetan wird. Da ist das ein ganz gutes Tool. Wir versuchen, die Potenziale dieser Räume von Künstlerinnen und Künstlern ausloten zu lassen. Ein Kollektiv, auf das wir uns sehr freuen, ist Mantis, ein Post-Grad-Kollektiv, die beim Sommerfestival auf Kampnagel ein Überraschungserfolg dieses Jahr waren mit ihrer sehr passend betitelten Performance Safe Space. Und das ist dann auch das ist dann auch eines der Themen des Showcases, das sie für uns vorbereiten. Weitere Aspekte, die wir hier ausloten, sind das Eintauchen in und das Auftauchen aus der Virtualität oder der Digitalität. Und es geht um die Fragen von Schönheit und Erscheinung online. Und das andere Showcase ist, ein weiteres Showcase macht Philipp Joy Reinhardt. Sich der Stimme als Schlüssel zur digitalen Kopräsenz widmet und sich sehr freut, nicht mehr auf Bühnen performen zu müssen, sondern eben von zu Hause aus performen zu dürfen.
Und die arbeiten bereits. Ein weiterer Aspekt, den wir zeigen möchten, sind Raumbesichtigungen durch KünstlerInnen, Akteurinnen und Gruppen, die wir dann einladen, diese Räume zu betreten und ihr Potenzial auszuprobieren. Und das natürlich auch schon in der Testphase. Und aber auch, wenn diese Räume dann zur Verfügung stehen und über GitHub kostenfrei genutzt werden können und selber gehostet werden können. Die Fragen lese ich jetzt nicht alle vor, die, die wir diesen Raumbesichtigungen mitgegeben haben. Ein Aspekt ist vielleicht, der einem auch nach so 5 Stunden jetzt hier bei Hopin klar wird, oder der auch im letzten Lockdown so präsent war, die teilweise extrem stark definierende Umgebung, in der man sich bewegt und wie viel tatsächliches anarchisches Potenzial da Künstlerinnen und Künstler noch drin entfalten können, wie die Limitierungen, die ja sowieso dadurch entstehen, dass man mit häufig ungewohnter Technik umgehen muss, wie die sich eben nicht auf eine Limitierung des künstlerischen Ausdrucks beschränken. Das, da probieren wir mal dran rum. Und einfach, eigentlich ist es so, wir wollen einen Raum haben, der so, oder wir werden Räume haben, die so sind, dass Künstlerinnen und Künstler, die tatsächlich irgendwie eine andere Art nutzen können, als mit einem ganz hohen, mit vielen Vorwissenshürden, mit vielen Einarbeitungshürden und so weiter, sondern wir versuchen möglichst schnell an diesem Punkt, wir spielen jetzt damit rum. Es macht Spaß, dann mit zu spielen, zu kommen und das eben stabil, kostenfrei und ethisch unbedenklich. Unser ehrgeiziger Zeitplan sieht vor, dass wir am 12. November in einem Doppelworkshop, der jetzt nicht IRL stattfinden wird, sondern online Verbündete in Kulturinstitutionen unsere Prototypen zeigen und uns da Feedback von KooperationspartnerInnen, NetzwerkpartnerInnen, aber auch den potenziellen ErstnutzerInnen, nämlich Menschen aus Kulturinstitutionen und KünstlerInnen, einholen. Und das vertiefen wir dann nochmal in weiteren Workshops. Wir planen dann Ende November das Soft Opening der Landingpage von vom Prater, dann zu finden unter prater.digital, und vom 8. bis 12. Dezember in teilweise mehrfacher Version die Showcases und Raumbesichtigungen, die dann natürlich auch da, wo es Sinn macht, per Video abzurufen sind. Genau, Sekunde. Ja, genau. Das hier sind unsere Kontakte. Einmal ja, logisch die E-Mail-Adressen von Tina und mir, dann auch unsere Presse, eine Leiterin der Kommunikation, Claudia Kelle, ist zu erreichen unter presse@prater.digital, und einen Twitter-Account haben wir auch, alles noch nicht befüllt, aber das wird jetzt in den nächsten Wochen folgen. Und genau, ich sehe schon die ersten Fragen, da kann ich ja gleich mal drauf antworten, wenn es dir recht ist, Maybrit. Wir kriegen die einzelnen Räume von Mozilla Hubs vermutlich nicht über 25 raus, stabil. Aber was natürlich geht bei Performances, ist, dass die eine Performance gleichzeitig in mehreren Räumen stattfindet. Nee, Jungs, ihr müsst mich ganz kurz, ich bin gleich fertig. Ja, ja? Okay. Entschuldigung. Genau, dass die eine Performance dann in mehreren Räumen gleichzeitig stattfinden wird, das probieren wir dann. Genau, das hatte ich auch noch nicht. Wir haben netterweise über die Kulturvermittlungs-Connections des Bezirksamts gute Verbindungen zu Schulen und SeniorInnen-Initiativen. Die sind so die beiden Gruppen, die wir jetzt trotz der eingeschränkten Möglichkeiten im Lockdown abholen wollen und mit denen wir dann in der Projektlaufzeit auch Workshops machen. Also sprich, Sessions machen, wo wir das einmal deutlich erklären und uns dann deutlich Feedback einholen, was die Zugänglichkeit angeht. Wir legen einen hohen Wert auf Sprachenvielfalt auf der Homepage und Zugänglichkeit und möglichst hohe Barrierefreiheit in den Sachen, die wir bauen. Genau, und das eben immer so dokumentiert, dass andere Leute schauen können. Genau.
Julian, bin ich live? Ja. Jo. Danke euch allen, Birgit, Julian und Marcel. Ich würde gerne gleich Birgit noch einmal eine Frage ans andere Ende des Konferenzraums stellen, bevor vielleicht noch einige Fragen im Chat kommen. Du hattest erwähnt, dass es die großen Learnings jetzt die Hybridisierung waren. Habst du dann auch Lust, damit weiterzumachen oder reicht es dir jetzt fürs Erste? Und dann auch, wie so dein Gefühl ist bei anderen Ensembles, die ja zum Teil dann neue Adaptionen fürs Netz gemacht haben. Ist das etwas, was weiter passieren wird oder ist es zu anstrengend? Nee, aber mit Anstrengung hat das eigentlich gar nichts zu tun. Also ich finde gerade die Hybridisierung total interessant. Also dass man jetzt, ich finde auch diese Diskussion wahnsinnig langweilig und uneffektiv zu fragen, ob das Digitale das Analoge ersetzt. Also für mich ist es eine Form der Erweiterung. Wir machen das, ich mache ja auch das junge DT, haben zum Beispiel jetzt eine App erstellt für unsere Klassenzimmerstücke, die man dann vorher auch schon vor- oder nachbereiten kann. Oder also dass man sozusagen die Grenzen des Theaters nochmal erweitert durch digitale Tools und also das finde ich einen total interessanten Weg, damit umzugehen. Und natürlich jetzt, muss man schon sagen, überlegen wir schon, ob wir das digitale DT jetzt nochmal eröffnen durch den Lockdown und vielleicht digitale Führungen dort machen oder andere Inhalte da verorten. Also das ist natürlich dann immer eine Option. Ich wäre absolut dafür, weil ich es im Juni verpasst habe. Insofern würde ich gerne noch mal reinschauen. Marcel Kanappe, genau, kann gerne noch einmal dazukommen. Vielleicht mache das, um noch was zum Making-of zu sagen, wenn Frage dazu kommen. Ich höre mich jetzt doppelt, deswegen muss ich mich kurz konzentrieren. Wenn Fragen dazu kommen, wie man dann so einen 3D-Raum dann auch in wenigen Wochen baut. Gibt es noch Fragen jetzt an Julian oder Tina, Marcel oder Birgit? Dann fragt sie jetzt im Chat. Marcel, vielleicht kannst du hier noch einmal kurz sagen, wie viel Zeit hattet ihr zur Umsetzung? Und war da ja, die allergrößte Herausforderung ist eigentlich immer ganz am Anfang, die Idee zu haben. Also das heißt, die Vorstellung und die Wünsche von vielen Leuten ist natürlich, dass man allumfassend räumlich, dreidimensional durch quasi die Welten wandern kann oder eben durch das DT. Und das Besondere war eben der Versuch, dass wir, was auch immer wir dann gestalten würden, dabei die Lernkurve, und vor allen Dingen auch die Akzeptanz bei den Endgeräten so zu gestalten, dass eigentlich egal ob jung oder alt, alle Leute beitreten können und egal was für welche Hardware vorhanden ist, also ob man jetzt mit dem Mobiltelefon oder eben mit dem Rechner reinkommt, dass das gewährleistet ist. Und dadurch hat man dann schon mal technisch wieder ein paar andere Probleme und auch designmäßig ein paar Probleme. Und da kam uns quasi dann irgendwann die zündende Idee, dass man vielleicht einen Weg schafft, dass nicht 2D passiert, aber auch nicht gleich 3D passiert. Und dann ist ja diese 360-Grad-Panoramen sind quasi eine Art 2,5D, das aber erstaunlich viele Leute auch trotzdem sehr räumlich wahrnehmen. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass was auch immer man gestaltet, die Leute ein mentales Modell bekommen von einer Welt oder von einem Raum, den sie dadurch schreiten und dass da halt eben einfach auch, wie soll ich das sagen, die Fantasie der Menschen angeregt wird und mitbenutzt wird, damit man am Ende nicht unbedingt immer alles gleich vorgekaut quasi präsentieren muss in der Technologie. Ja, sehr spannend. Und die Akzeptanz der Endgeräte, das finde ich sehr spannend bei euch, Julian, dass ihr eben auch wirklich niedrigschwellig anfangt, dass auch wirklich in das Community-Orientierte, dass wir eben nicht nur in der Bubble bleiben, sondern auch andere Leute mit reinholen. Ich bin sehr gespannt, was dann in den Hubs passiert. Es gab noch eine Frage von Martin Delius an Tina Baller. Ich bin da. Noch da klar. Ist. Ich habe es gesehen, ja. Also die Frage ist, gelesen, inwiefern gibt es im Bezirksamt einen Austausch mit anderen Bezirken und ähnlichen Räumen? Ja, also es gibt natürlich Austausch mit den anderen Bezirken auch. Zum einen sind die anderen Bezirke auch eingeladen, zu den Workshops zu kommen, die Julian erwähnt hatte. Zum anderen haben wir natürlich auch regelmäßige Austauschrunden und da wird auch darüber kommuniziert, was wir jetzt hier gerade vorhaben. Und je konkreter wir werden, desto mehr wird natürlich auch der Austausch dann mit den anderen Bezirken stattfinden und den anderen Fachbereichen Kunst und Kultur. Und auch bestimmt dann auch zukünftig auf der Ebene der kommunalen Galerien. Frage an dich. Wie ist es mit den Latenzen bei Mozilla Hubs? Habt ihr da so Erfahrungswerte? Also wir haben. Ich würde ganz gerne mal kurz ergänzen, weil also Anliegen ist ja tatsächlich, dass wir hier nicht nur was machen, was wir dann innerhalb des Praters, sondern in Prater Galerie dann nutzen können, sondern was man eben
im Fachbereich dann auch auf die anderen Einrichtungen übertragen kann, was man auch dann in anderen Bezirksämtern nutzen kann und was man aber natürlich auch über alles, was kommunal ist, dann auch nochmal mit öffnen kann, um da wirklich eine leichte Zugänglichkeit zu schaffen und auch eine Möglichkeit zu konzipieren, dass diese Formate, die jetzt entwickelt werden, auch relativ simpel dann übertragen werden können für andere Kultureinrichtungen. Zu den Latenzen. Wir haben da jetzt Tests gemacht. Also wir hatten im Vorfeld schon ausgemacht, logisch, dass Latenz, also brutale Latenzminimierung, nicht unsere Priorität ist, sondern soll halt irgendwie okay funktionieren. Brutale Latenzminimierung machen ja auch schon die Kolleginnen und Kollegen von digitalstage.org und die machen das bestimmt viel, viel besser, als wir das irgendwie zu viert oder so können. Aber da sind wir auch in ein dickes Problem, ein dickes exemplarisches Problem reingelaufen. Wir haben dann auf verschiedenen, wir haben dann verschiedene Cloud-Lösungen ausprobiert. Für Mozilla Hubs gibt nicht so viele. Hier war es leider so, dass es dann am Schluss nur noch zwei akzeptable Lösungen gab. Eine davon Amazon Web Services in Irland und eine deutsche. Und der Preisunterschied zwischen denen, also Marcel wird vermutlich in ähnliche Probleme reinlaufen ab und zu, der Preisunterschied ist so krass. Also es kostet 20 Mal mehr, den deutschen Server zu bedienen. Und der ist noch komplizierter und hat weniger Service-Infrastruktur drumherum als der AWS-Server in Irland. Das ist echt, und wir haben gründlich gesucht. Also es wird Latenzen geben, ja. Wir sind nicht geeignet, um musikalische Proben da drin durchzuführen. Wir haben ja auch leichte Latenzen zwischen Live-Ton, Live-Bild und Chat. Deswegen gibt es ja manchmal Überkreuzungen. Aber ich denke, wir haben das ja, es war eine experimentelle Konferenz. Insofern haben wir das alles ganz gut hinbekommen. Vielen Dank euch.